Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Ja, wir wollten ja in der letzten Folge nach Diamond City und sind ja auch ganz in der Nähe, aber dann hat hier jemand um Hilfe gerufen. Da werden wir jetzt mal gucken. Aber wir nehmen erstmal einen Red Away und werden uns mal ein bisschen hochheilen. Haben wir doch ein bisschen einstecken müssen durch unsere ganzen Wasser. Ja, wir sind ja viel durchs Wasser gelaufen. Und ich möchte doch ein bisschen gesünder sein. Gut, dann werden wir mal gucken, was da los ist. Hey. Siedler, ansprechen kann ich sie nicht. Na gut, dann werden wir da mal reingucken. Mal sehen, was uns da erwartet. Hier hinten, schnell. Ist hier hinten schnell? Ja gut, wir sind auch schon fast überladen, ne? War doch so. Naja, ein bisschen können wir noch mitnehmen. Also nehmen wir noch ein bisschen mit. Schnell heißt ja immer, guck erstmal, was hey, los ist. Solltest du doch durch den Keller reinbringen. Mund halten. Sie kommen jetzt hier entlang. Achtung. Stark, dass wir hier nicht alleine sitzen. Ja, vermute ich auch. Immerhin. Oh. Handeln werden wahrscheinlich schwer sein. Ich vermute auch, dass wir hier nicht ganz alleine sind. Und das riecht nach einer Falle. So lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mache ich nicht? Ich will sowieso nicht mehr rumsitzen. Was soll das Versteckspiel? Warum schießen wir ihn nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür kommen? Na, das hört sich ja sehr, sehr gut an. Achso. Orte feindliche Lebensmittel. Okay, eine Falle oder so. Ja, da ist die Siedlerin. Autschi, Autschi. Ist er tot? Du lebst doch, Mann, oh Mann. Du lebst auch noch. Oh, ich bin schwer verletzt quasi. Ich werde mal was essen. Wir haben ja so viel gegrillte Sachen hier. Dem Jungen. Oh, da sind noch mehr. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen hochheilen. Gut, der hat wenigstens getroffen. Und da hinten war doch noch einer irgendwo, ne? Da hinten. Was ist mit dir los? Hast schon wieder keinen Bock, wa? Habe ich nicht noch eine bessere Waffe? Wir hatten noch hier dieses Strahlengewehr, ne? Jetzt will ich das auch mal ausprobieren. Na, ja, wo bist du? Da, wa? Oh ja, das zeckt richtig. Wo bist du denn jetzt? Noch jemand ohne Fahrkarte? Schön, dass du auch mal wieder da bist. Okay, das war eine Falle. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Ruhe. Dann können wir mal hier gucken, was wir hier so Schönes finden. Weil Hilfe braucht ja denn hier wohl doch keiner. Munition, das ist schön. Wieder mal sämtliche Drogen hier. Patronen. Jagdgewehr gehärtet. Blei verkleidet gehärtet. Nehmen wir mal mit. Patronen, Stimpack. Präzisionsschütze gehärtet. Nehmen wir auch mit. Sie können doch bestimmt etwas ablegen. Kann ich bestimmt? Muss ich wahrscheinlich auch? Ja, muss ich unbedingt. So, waren jetzt hier bessere Sachen bei Armeeuniformen?
brauchen wir nicht. Bergbauhelm brauchen wir auch nicht. Den Ehering nehmen wir mit. Bei Kleidung wollte ich doch gucken, warum war dann... Achso, die Melone ist natürlich nicht die Melone. Sondern einfach eine Melone, ne? Komm weg, komm weg. Was hilft gegen Radiation? Nehmen wir einfach mal mit. Das ist nicht besser als das, was wir haben. Also kann es weg. Hilfsmittel, diverses Schrott. Ja, die kann vielleicht mal weg. Die ist viel zu schwer. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes finden. Jetzt ist ja gerade ruhig hier. Farbmaschine aktivieren. Möchten Sie sich nicht ein wenig umsehen? Stelle grüne Farbe her. Du brauchst blau und gelbe Farbe. So, hier gibt es eine Menge Dinge, die nehmen wir blau und gelbe Farbe mit. So, aktivieren. Stelle grüne Farbe her. Warum auch immer. Mach einfach. Stell nochmal grüne Farbe her. Stelle grüne Farbe her. Ich würde mal sagen, stell mal grüne Farbe her. Nö, machst du nicht mehr. Gut. Okay, haben wir jetzt grüne Farbe. Warum auch immer? Keine Ahnung. The Fence? Wo kommen wir da hin? Ich hätte mal wieder eine Waffe ziehen sollen. Hast du den letzten gesehen? Den mit den ganzen Granaten? Nein, ich habe meine Runde gemacht. Was war mit ihm? Tja, oh, wir haben einen Power-Rüstung. In den Laden gezogen. Alles schien okay zu sein. Dann ist er wohl ausgeflippt oder so, weil er plötzlich mit Granaten um sich geworfen hat. Was? Und was habt ihr gemacht? Das ist es ja. Wie sich herausstellte, waren das gar keine Granaten. Das waren nur Steine. Er hat die Geräusche selbst gemacht. Hey. Wie die Stifte getroffen. Vorsicht, Sir. Aha, da bist du. Schade. Gespräch unterbrochen. Wollte erst mal zuhören. Oh, der ist schon gleich tot? Weg? Mensch, du machst ja mal richtig mit hier. Ja, 10mm Pistole haben wir mittlerweile auch genug. Sackkapuze brauchen wir auch nicht. Und den habe ich hier mit einem Schuss weg. Ist ja herrlich. Schlagring. Giftmische, Räderrüstung. Naja, brauchen wir alles nicht wahrscheinlich. Gut, raus wollte ich nicht. Aber gut zu wissen, dass hier eine Rüststation ist. Könnte man sich die Rüstung reparieren oder eine neue bauen wahrscheinlich. Brauchen wir aber nicht, wir haben zurzeit keine Rüstung bei. Ist hier noch was Schönes? Ja. Möchten Sie sich nicht ein wenig umsehen, Sir? Mach ich doch gerade. Mach ich gerade? Mach ich gerade, Kossus. Keine Angst. Ich gucke mich um Kronkorken. Schön. Haarklammern, wunderbar. Schade, dass man die Dinger nicht mitnehmen kann. Kann man sich was Neues einrichten. Abraxo, Putzmittel in der Waschmaschine. Klebeband. Oh. Gut, da werden wir gleich runtergehen. Ich will mich hier oben noch kurz umgucken. Hier hatten wir ja die... Haben wir noch eine Farbdose. Nehmen wir einfach mal mit. Mann, hier liegt aber auch richtig was rum. Patronen, immer gut. Komm ich da mal ran? Nö. Da geht's rüber. Da oben. Tür. Gut, gucken wir gleich mal. Und unten im Keller gucken wir auch. Aber erstmal hier oben lang. Da haben wir nochmal Kronkorken. Hier war auch noch Kronkorken. Schön. Noch ein paar Redaways.
nichts. Da haben wir nur Kisten. Hier haben wir nur eine Waschmaschine. Die sind leer. Da war noch was. Da. Ein Plastikteller. Gehen wir erst runter oder gehen wir erst da oben gucken? Wir waren ja auch noch nicht im Laden richtig drin. Sind ja im Grunde gleich hier nach hinten gegangen. Fusions. Baseballschläger. Brauche ich nicht wirklich. Ich nehme mal wieder eine andere Waffe. Die ein bisschen. Ja, Machete könnte man ja mal nehmen. Munition. Sehr schön. 44er Patronen. Finde ich sehr schön. Haarklammern. Noch eine Pistole. 44er. Wie viel 44er Magazine haben wir denn jetzt so? War doch diese recht starke Waffe, ne? Wo haben wir die denn? Hier. 21 Schuss ist auch nicht gerade dolle. Aber die macht richtig Schaden. Ein Kissen. Wir werden wahrscheinlich gleich wieder viel zu schwer sein. Lagerraumschlüssel. Bingo. Du kannst jetzt Hightech-Beleuchtung in Siedlungswerkstätten bauen. Cool. Ah, das ist cool. Muss ja noch meine ganze... Ah, wir sind wieder zu schwer. Es ist doch zum Kotzen, echt. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Bringt nicht viel mehr, also weg. Die bringt was, dann kann die weg und die kann weg. So war immer noch zwei zu schwer. Aber schmeißen wir noch weg. Na komm, weg. Ärgert mich ein bisschen. Vielleicht sollte ich einfach mal nach Hause springen. Wir waren ja hier direkt in so ein Haus drin, ne? Ja. Hardtown. Gott, das konnte ich auch nicht mehr tragen. Dann springe ich jetzt erstmal nach Hause. Hier gibt es noch so viel zu looten. Komme ich lieber gleich nochmal wieder. Bin ja nur am Wegschmeißen jetzt hier. Und ein paar Sachen brauchen wir ja noch, um unsere Siedlung auszubauen. Und da möchte ich nicht auf so viel verzichten. Es gibt ja auch irgendwie ja ein Cheat, wo man mehr tragen kann. Vielleicht sollte ich damit nach mal gucken. Weil irgendwie stört es doch, wenn man nichts mitnehmen kann. Und hier ständig nach Hause reisen muss, um die Sachen abzugeben. Ist schon irgendwo nervig. Oh, wir haben bald ein Level up. Das finde ich schön. Und dann gib mal den ganzen Plunder her, den du hast. Alles nehmen. Natürlich. Und dann schleppe ich mich hier mal wieder zur Werkbank. Ja, den ganzen Schrott rausnehmen. Und bin immer noch zu schwer. So, Pistolen, raus, raus, raus. Raus, Kampfmesser kann raus. Macheten. Ja, im Grunde nutze ich die nicht und die wiegt auch zwei weg damit. Maschinenpistole macht zu wenig Schaden. Rohrzange, naja, okay. Splittermine raus, zwei Vorschlaghammer. Die sind doch viel zu schwer. Die hätte ich doch auch irgendwo liegen lassen können. Benutzen tue ich die eh nicht. Schönes Gewehr macht aber auch viel zu wenig Schaden. Jagdgewehr kann raus, komplett. Die Pistole auch, weil 41 Schuss, das lohnt sich nicht. Jagdgewehr hat keine Feuerrate, aber ich werde die mal einfach ausrüsten, weil davon haben wir ein bisschen Munition, die macht ein bisschen Schaden. Kombi. Vielleicht sollte ich auch nicht die ganzen Rüstungen hier mal mitnehmen. So. Und Hilfsmittel kann raus. Ganzen Alkohol, Flaschenkürbis.
Eine Keule habe ich noch, die nehme ich dann natürlich mit. Das ist auch gekocht, das ist auch fertig. Das kann raus, raus, raus. Jet kann raus. Köterkeulen. Ach so, sind unterschiedliche Hunde, Mischlingshunde und Köterkeulen. Ah ja. Bloß kein Platz sparen. Maulwurfshappen, die sind ja auch gegrillt, ja. Das ist noch nicht gegrillt, also lassen wir es hier. Das kann auch hier bleiben. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Luca Cola, alles weg hier. Die nehmen wir mit. Zwischo wieder hier. Das kann hier bleiben. Retthirsch, muss auch gekocht werden noch. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Weg. Schmutziges Wasser kann auch weg. Stechfliege, Stimpack haben wir jetzt auch ein paar bei, aber die wiegen ja nichts. Die können wir mitnehmen. Todeskralle, Wein, Whisky kann hier bleiben. Gut. Die wiegen trotzdem noch ganz schön viel. Okay. Nö, nee, nee, nee. Ich wollte mir die Waffe noch ins Inventar packen. Das Jagdgewehr. Packen wir es einfach mal auf die 1. Kann man hier dann was herstellen? Impro-Gewehr. Gehärteter Verschluss. Oh, der macht so richtig Schaden. Was hat sie jetzt? 26. Machen wir mal einen richtigen Verschluss rein. Verlängerter Lauf ist okay. Da ist er wahrscheinlich auch am besten. Manche Tage sind hart. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Macht mehr Präzision, aber weniger Schaden. Nehmen wir den. Ich finde, ein bisschen mehr Schaden ist nicht schlecht. Hier könnten wir die die Präzision ein bisschen hochschrauben. 82. Zielfernrohr ist blöd. Obwohl es eine schöne Reichweite hat. Ich nehme mal das hier. So. Mündungsbremse, großes Bajonett. Ja, brauche ich nicht. Nahkampf mache ich eh nicht. Verlassen. Welche war das jetzt? Ich krieg schon wieder keine Waffe ausgerüstet. Warum das denn? Ah. So. War das Ding. Bin ich ja mal gespannt, wie man damit schießt. Und den haben wir jetzt verbessert, ja. Kann man bei der Kleinen vielleicht noch was machen? Impro-Gewehr, Impro-Revolver. Ne, das war schon gehärteter Verschuss alles, ne? Lauf war lang. Komfortgriff. Sie ist schon gut und Mündungsbremse brauchen wir auch nicht. Gut. Ups. Ne, sind fertig. Verlassen. Okay, wir haben ein Level Up. Das können wir auch gleich mal gucken, wo wir das verteilen hier. Was wäre denn nicht schlecht? Hier hacken wäre nicht schlecht, wenn wir da noch ein bisschen besser wären. Und Schlösser knacken können wir erst ab 18. Level 18, das haben wir noch nicht. Mehr Munition im Behälter, na, das finde ich nicht schlecht.
Stärke wäre auch nicht schlecht. Ich werde mal Intelligenz nochmal, dann steigen nämlich die Fähigkeitspunkte, also die Punkte, die wir bekommen, wäre dann vielleicht auch gut. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu dem Haus da. Bei Diamond City. Wo waren wir hier, ne? Und werden mal gucken, ob wir da noch was Schönes finden in dem Haus. Level 11 sind wir auch schon, finde ich sehr schön. Power-Rüstung sieht ja auch stark aus, ne? Welches Haus war denn das jetzt? Das hier? Ja, ne? Ja, Hardtown. Hardware-Town. Ganz genau. So, die Handel werde ich trotzdem nicht mitnehmen, weil die ja eh zu viel zu schwer sind. Bin ja gleich überladen. Das ist es mir nicht wert. Und Eisen werden wir auch so genug finden. Gehe ich mal von aus. Hoppala. Was drinne? Hier was drunter? Nein. Wäre auch ein gutes Versteck. Gucken bestimmt nicht alle nach. Was haben wir hier? Verbrannt? Die Zeitschrift oder irgendwas war das? Eine Glühbirne. So, noch ein paar Dosen und hier ist noch ein Pömpel, den nehmen wir auch mit. Es wäre traurig, wenn wir ohne Pömpel nach Hause kommen. Wirtschaftsmagazin verbrannt. Ist bestimmt wichtig in der Zeit. Ein Wirtschaftsmagazin. Ah, hallo. Was hast du denn? Behandelt Räder, Rüstung brauchen wir nicht. Schrotpatronen sind bestimmt schön. Sportkleidung wahrscheinlich auch. Klebeband finde ich auch ganz schön. Eine Kasse, ein Ventilator. Ja, eine Tasse. Unbedingt mitnehmen. Was haben wir hier? Lösungsmittel. Zigarre. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie die Taschenlampe angeht. Fällt mir gerade ein. Manchmal wäre die hier wahrscheinlich ganz hilfreich. Werkbank. Dumm-di-dumm. Öllampe. Gut. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt oben alles gesehen? Ich glaube nicht, ne? Da hinten war nämlich noch eine Tür. Hier hatten wir jetzt aber alles raus, ne? Ja. Ja. Das waren noch die Teile, die wir rausgeschmissen haben. Die brauchten wir ja nicht unbedingt. Hier ist eine Flasche. Wie konnte ich die denn übersehen? Gut. Hier geht's runter. Dafür hatten wir den Schlüssel gefunden. Kronkorken. Staceball. Das Schloss sieht stabil aus. Oh, kriegen wir nicht auf, ist das ärgerlich. Müssen wir hier echt nochmal herkommen, wenn wir ein bisschen besser sind. Vorkriegsgeld. Upp, da war noch was. Psycho. Gut, hier geht's runter in den Keller, ne? Kronkorken. Ups. Wieso jetzt so? Eine Ansicht. Ah ja, kommen wir nicht durch. Da ist nichts. Das ist das Lagerhaus? Na gut, dann gehen wir mal in den Keller rein. Was ist schon da? Und hier waren ja auch die ganzen Leichen denn, ne? Ich denke mal, dass wir die hier finden werden. Hier kommt man hinten raus, wollen wir noch nicht. Wir wollen uns erstmal hier unten umsehen. Da ist nichts drin, da möchte ich auch nicht reingehen, kriege ich bestimmt wieder nur Radiation. Wieder wunderschöne Aluleitern, die wir hier stehen lassen müssen. Nein. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe hier mit den Haarklauen, die sind teuer. Wie schön. Ups, meine. Meins, meins, meins. Gut.
Ich gehe ein bisschen vorsichtig voran, weil ich Angst habe, dass hier noch irgendwelche Fallen sind. Aber es sieht ganz gut hier aus. Wir kommen ganz gut durch. Ich sehe auch keine Schnüre hier irgendwo rüberliegen. Und hier sind die ganzen Leichen, die wir von oben schon gesehen haben. Da sind wohl viele auf den Trick reingefallen. Mit Hilfe, Hilfe, meine Schwester. Wurden sie ausgeplündert und im Grunde hier entsorgt. Davon gehe ich wohl aus. Meine wären wenig so langsam vorangegangen. Wären wir wahrscheinlich auch voll in die Falle reingetappt. Aber die haben ja dann schon erzählt. Im Grunde. Fall spannender als die Arbeit im Haushalt. Ja, ne? Oh, die Kiste ist voll. Da haben sie wohl die ganzen Sachen reingeschmissen, die sie von den Leuten erbeutet haben. Hier kommt man auch hoch. Warum kommt man hier hoch? Ach so. Möchten Sie sich nicht ein wenig umsehen, Sir? Von der Seite hätte man da auch rangekommen. Okay. Ja, aua. Kann man hier noch irgendwas rausnehmen? Haarklammern finde ich gut. Toaster auch, Kronkorken auch, noch mehr Kronkorken und dann haben wir hier wohl alles. Gut, da ist schon wieder ein Farbeimer. Oder habe ich den vergessen? Kann ich jetzt noch was mischen? Nein. Ups. Weiß zwar nicht wozu, aber wir mischen. Mischen ist immer gut. Ist hier noch irgendwas zwischen? Nein. Okay, dann können wir jetzt nach Diamond City gehen. Hier haben wir doch noch was übersehen. Hier ist auch noch was. Da kommen wir nicht ran. Okay. Waschmaschine, alles leer. Und hier ist auch leer. Gut, dann werden wir jetzt nach Diamond City gehen. War der einmal vorhin schon da? War der Korb schon vorhin da? Da steht auch noch ein Korb. Wie konnte ich das denn übersehen? Ich dachte, ich hätte hier alles mitgenommen. Hier haben wir noch Knochen. Nehmen wir auch mit. Also hier komme ich wieder nicht rum. Ein Stück Seife. Hier haben wir noch einen Korb. Mann, viel übersehen hier. Eine Schaufensterpuppe, die duschen geht. Und die Handeln lasse ich hier. Sonst muss ich ja gleich wieder nach Hause gehen. Und das möchte ich nicht. Wird schon wieder dunkel. 55 Meter bis Diamond City, dann werden wir da jetzt hingehen. Ja. Ein Eis. Gibt's noch was? Nö. Schade, jetzt ein Eis wäre nicht schlecht gewesen bei der Hitze, die wir zurzeit haben. Hätte ich mich echt über ein Eis. Wow! Schade, ey. Staub, doch das Öl. Ach, Mann. Warum erschrecke ich mich denn da so? Warum geht's hier hoch? Geht es nicht, ja, oder wie? Nö, schade. Dachte, wäre jetzt was Tolles gewesen. Der geht nicht auf, weil da eine Beule drin ist. Okay. Wir müssen da lang. Ist plötzlich so ruhig hier. Gerade noch ins Höschen gemacht, weil da ein paar Kakerlaken rausspringen. Was habe ich da jetzt auf dem Bildschirm? Aktionierungsstelle der Polizei Boston? Nee, ich habe doch da jetzt so ein Wasserzeichen drauf.
Was ist das für ein Zeichen? Brennst du die Kanalisation? Ui? Was? Wo? Wie? Ja, wollte ich in die Kanalisation? Ich wollte auch nach Diamond City. Da hinten sind auf jeden Fall Supermutanten. Diamond City. Kanalisation. Wir gehen in die Kanalisation. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir da runtergehen. Gut, hat mich gefreut auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn euch genauso interessiert, was in der Kanalisation los ist, dann schaltet doch in der nächsten Folge auch ein. Tschüss!